Tag, Leute, und dann sind wir zum nächsten Spieltag. Mal sehen, wie es heute wird gegen Heidenheim. Ist ja ein Aufsteiger, der steht nicht so weit oben. Mal sehen, ob wir damit unsere Mannschaft extrem gut durchkommen. Ken Reiche ist wieder okay. Dann nehmen wir den mal rein für Korte. Und auch auf jeden Fall spielt heute Henrik Zuckte. Ist na klar. Für seine Leistung, die er da gezeigt hatte, muss er spielen. Ich sag jetzt einfach schon muss. Das war extrem stark. Mal gucken, ja, wieder mal ein paar Schießen, Elfmeterschießen, so machen wir gleich weiter. Und kommt heute die Tabelle? Das ist immer Court Lane. Kommt es eine Tabelle oder nicht? Es sieht wieder mal nicht so aus. Machen wir diesmal weiter. Mirko Boland. So, das fand ich einfach mal blöde, dass immer wieder keine Tabelle kommt. Ich weiß nicht, an wann es liegt, an was es liegt, an wen es liegt. Ne? Henrik Zuck jetzt. Wir spielen kurz und so ein Spiel. Henrik Zuck und Hinstart. Und Henrik Zuck, oh, wenn er den Ball noch gekriegt hätte. So, ich könnte jetzt auch noch ein Späßchen machen. Der blöde Nils Petersen, ne? Der kann ja echt gar nichts. Ne, da wollte ich nur jemanden ansprechen. Wenn er das mal sehen würde, ne? Das wäre lustig. Der Nils Petersen, der kann überhaupt nichts. Den müsste ich mir mal holen. Beim FM. Weil der kann schon was, ne? Aber wenn man einen Stürmer wie ihn, Nielsen ist so ein Stürmer, der eigentlich mehr alleine stürmt, das kann er schon besser. Also nicht mit einem Doppelstürmer. Weil er wird gerne bedient. Er ist einer da, der für seinen Torrichter gut ist. Und ach, scheiße, da habe ich das... Nein! Morabit köpft daneben. Also das war ein Ding. Small... Ha! Alter, Falter, den hat er daneben geköpft. Oh nein. Oh, den hat Kikewitz. Da habe ich schon wieder diese blöde Abstoß. Das kriege ich aber nicht aus dem Kopf. Es ist bei mir eingefleicht, dass ich den kurz spielen muss. Weiß nicht warum. Gersbeck. Schnatterer, aufpassen, der stärkste Heidenheimer. Aber der Pass war schlecht. Und den klären wir erstmal. So, elfmal komplett rüber. Super gesehen. Civitic. Und jetzt wird mal Nielsen geschickt. Ach, da probiert er da vorbeizukommen. Schafft es nicht. Civitic, der Ball kommt zu Henrik Zuck. Oh, komm. Ne, Boland war es. Sah aus wie Henrik Zuck. Der Henrik Zuck hätte den Ball bestimmt noch angenommen. Jetzt wird der Henrik Zuck von mir über alles gelobt. Man merkt es schon. Rimaldo. Giersbeck. Griesbeck. Morabit. Tisch Rivero. Schnatterer jetzt auf der anderen Seite. Oh oh, der ist gut. Rimaldo. Wird geklärt. Oh, das war sehr gefährlich. Jetzt Nielsen. Harald Nielsen, der geht das 1 gegen 1. Jetzt muss er aufpassen. Sieht da drüben Bakenga, kommt er ran? Nee, Windheck ist da und klärt. Der sich da wohl verletzt hat, oder doch nicht. Hat nur ein bisschen gebraucht, bis er hochkommt. Schnatterer bleibt jetzt wohl auf die linke Seite. Ah, gefällt mir eher oder nicht? Das weiß ich nicht, ist mir egal, wo er spielt. Solange er da nicht überragend spielt. So, jetzt müssen wir raufgehen. Marcel Witztum. Giersbeck jetzt hier, die spielen das jetzt. Heidenheimer spielt das gut. Wir müssen auch... Oh, Schnatterer, da habe ich mal nicht aufgepasst. Aber Kikewitz ist da. Klärt das Ding. Und sieht da den Henrik Zuck. Der Henrik Zuck am ersten vorbei. Sieht da den Mirko Boland. Und der sieht da oben den Civitic. Und der probiert es... Okay, Tic Ferreiro passt da auf. Und das sehr stark. So, oh, der war schlecht gespielt. Aber den kriegt er noch irgendwie unter Kontrolle, der Heidenheimer. Aber Civitic passt jetzt auf, klärt von hinten raus. Giekewitz, der spielt jetzt... Oh, super Pass vom Torwart. Oh, Bakenga, super gespielt mit der Hacke. Nielsen jetzt. Sieht wieder Bakenga. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt den Ball super auf Henrik Zuck. Der wird da umgetreten. Schiri! Ja, dreht ihn einfach wieder zurück. Oh, super, von Henrik Zuck.
Bakenga spielt nochmal rüber auf Hedenstad. Der macht das stark. Der sieht jetzt... Oh, was macht der denn da, der Bakenga? Ich drücke auf Passen, er nimmt den Ball an, ne, Jungs, ey. Der war jetzt auf Mirko Boland, der probiert es jetzt einfach mal. Der ist nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Der hätte sich fast hinten reingelegt. Der war gerade am Runterkommen, der Ball. Och Mann, das wäre es ja gewesen. Wir sehen Jan Zimmermann und da gibt es eine schöne Geschichte. Der Budimir von St. Pauli hat ihn ja am Kopf getroffen. Und dann wurde er geröntgt und wurde ein Tumor entdeckt. Und den hat ihn wohl das Leben gerettet. Der tritt am Kopf, ne? Der tat bestimmt auch weh, aber ein Tumor bestimmt dann auch. Das war schon ein Glück, den man nur im Fußball kennt. Oh, den Ball muss ich jetzt super bringen. Der ist nicht schlecht. Nielsen, ach Mann, ein bisschen länger. Da ist der Ball aber auch zu lang gewesen für Civitic. Und jetzt Mirko Boland. Natürlich seine Stärke, das 1 gegen 1 und die Schnelligkeit. Und natürlich das am neuesten Kopfbälle. War aber schlechter Pass. Super von Henrik Zuck geht hier zwischen. Jetzt müssen wir aufpassen. Die Heidenheimer können schnell kontern und das machen sie schon wieder. Moabit ist ein schneller Typ. Oh, da trickst der mich aus. Einmal links und einmal rechts angetäuscht. Oh, da wird Schnatterer einfach mal umgedreht. Getreten. Oh, der Henrik Zuck. Verliert da den Ball. Mal sehen, ob er da noch zwischenkommt. Nein, aber wir haben ihn. Boland Bakenga jetzt. Auf Nielsen. Der kann den Ball jetzt auf einmal nicht mehr annehmen, aber probiert das jetzt. Das 1 gegen 1 gegen die Abwehr von Heidenheim. Kommt da jetzt noch durch? Nielsen. Flankt den Ball nicht schlecht. Da kommt Bakenga. Och Mann, ey. Da ist noch der Verteidiger da. Und klärt den Ball. Oh, jetzt wieder bei dem Ball mal kurz gespielt. Wieder auf Hen. Und der sieht da außen den Hedenstad. Der spielt den Ball rüber zu Treuerkauf. Ach Mann, ey. Da kommt der blöde Heidenheimer noch dazwischen. Grimaldo. Oh, Bakenga holt da einen super Einwurf für uns raus. Schießt den Heinheimer und damit haben wir den Einwurf. Und jetzt Henrik Zuck. Hedenstad. Bakenga. Er spielt den Pass, aber ja, wieder mal zu spät reagiert. Vom Spiel her. So, jetzt gucken wir mal. Er spielt den. Na, spielt er den raus? Jetzt will er. Wusste ich doch, dass er den irgendwann spielt. Zuck ist da und klärt. Hen und jetzt mal super rausgespielt aus der eigenen Abwehr. Das können wir ja. Oh, wieder super gespielt. Schöne Kombinationen. 1 gegen 1. Jetzt der Bakenga ist durch. Bakenga. Oh, da habe ich probiert, das 1 gegen 1, ne? Einfach wie ein Blöder mit der Kopf durch der Wand und das hilft nicht immer. Das haben wir jetzt gerade gesehen. Ach Mann, ey. Das hätte man besser machen können. Ein langweiliges 0-0, wir haben kaum Chancen. Oh, wir sehen, wer kommt denn da? Janza. Kommt jetzt für die Heidenheimer. Oh, Köhler, oh, den hätten wir fast noch gekriegt. Da hat er lange gebraucht. Giersbeck, der macht da wieder super. Grimaldo, ist das überhaupt richtig? Ich glaube ja. So habe ich es mal gehört, wie er ausgesprochen wird. Nielsen. Roland. Civitic. Oh, super Hackentrick. Ja, aber der bringt der nichts, weil Boland den Ball verspringt. So, jetzt muss er mal hinterher gehen. Tisch Ferrero. Rirevo, ne? Wie kommt denn da dieses Essen da, ne? Dieses Rirevo. Wie heißt denn das? Mann, ich komme jetzt nicht drauf. Mann, ich komme auf nirgendwas. Das zeige ich die ganzen Folgen schon. Ich komme gleich drauf. Oh, Hedenstad, das macht er stark. Die Heimheider drücken jetzt extrem. Die wollen jetzt das Tor. Aber wir sind da und wir kriegen das schon irgendwie hin. Hedenstad mal wieder. Dazwischen Marcel Witztum, Schnatterer. Jetzt müssen wir aufpassen. Der Schnatterer war klar, dass er jetzt reinflankt. Wird geklärt von uns. Schnell und gekontert. Kontern können wir jetzt. Mit Harald Nielsen. Der das 1 gegen 1 vorbeigeht an Marcel Witztum, Harald Nielsen und Wintek schmeißt sich da nochmal
zum Schluss im Weg, ey. Der hat der Nielsen fast alle, ja, übersprintet. Ah, das wär's gewesen. Oh, dann kommen jetzt die Heinheimer bei Janser. Aber Henrik Zuck passt auf und hat den Ball. Und holt noch einen Einwurf raus. Probiert noch das Beste draus zu machen. So, der Ball jetzt auf Heenstart. Der passt den Ball auf Henrik Zuck. Oh, mal sehen, wo wir jetzt hinspielen. Wir spielen den Ball auf Bakenga. Der spielt den Ball auf Civitic. Macht er sein Tor? Mann, jetzt ist er noch abseits. Ach, eine Sekunde zu spät, würde ich mal sagen. Blöde Kacke. Das hätte ich den ja gegönnt, den Civitic. Oh, Boland nimmt den Ball einfach mal an. Jo, okay, da wollte ich eigentlich zu Nielsen spielen. Hab mich aber wohl voll verdrückt. Jetzt kommt Bakenga. Och, wir holen noch den Einwurf raus. Der Bakenga kann kämpfen. Finde ich schon krass. So, wird der Spieler genommen. Und jetzt Bakenga. Jo, jetzt geht er einfach mal 1 gegen 1 vorbei. Probiert zu flanken. Und da ist Mirko Boland. Macht er nicht seinen nächsten Treffer. Boah. Da wurde er umgetreten. Oh, da spielen sie schnell, die Heinheimer. Grimaldo. Grimaldi. Genau, Grimaldi heißt er vielleicht. Tischfiero. So, der. Oh, der geht hier 1 gegen 1. Oh, Freistoß. Was hat er denn da gesehen? Oh, jetzt mal sehen, was Marcel Witztum hier macht. Der kann eigentlich gute Freistöße schlagen. Und der war. Ja, scheiße war der nicht, ne? Da war stand einfach keiner, der den Ball annehmen konnte. So, jetzt mal gucken hier. Den mal rüberspielen hier. Locker mal wie immer. Oh, der Civitic, der macht das hier riskant. Also der Kessel. Vorher. Oh, super gespielt. Nielsen jetzt raus auf Civitic. Der das 1 gegen 1 jetzt sucht und vorbeigeht an Marcel Witzup. Aber Janza, der spielt hier einfach mit. Das macht er schon gut. Morabit jetzt. Oh, der spielt auch noch mit. Ich habe gedacht, der wäre schon ausgewechselt. Schnatterer. Jetzt der Riese. Ah, wieder geklärt. Heenstart. Oh, komm. Lauf zum Ball. Hat er. Jetzt spiele ich da aber auch Blödsinn. Oh, wir haben den Ball aber. Oh, super Ball von Henrik Zuck auf Bakenga. Kriegt er den Ball? Nein. Er kriegt ihn. Ist es aber wohl abseits, wie es mir scheint. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Ob das wirklich abseits war. Also ich glaube eher nicht. Eher gleiche Höhe. Und man entscheidet sich ja für den Stürmer. So, der Ball wird hier rausgetragen. Und die spielen den mal wieder in die Mitte mit dem Kopf. Kann man auch spielen. So, wir probieren die Lücke zuzulassen. Und ja, Trojakov, komm. Super. Wer sonst? Und der Riese geht mir... Ist denn das, Schiri? Das ist faul. Der zieht da bloß und damit verlieren wir den Ball. Also, wenn wir das jetzt gleich machen, gibt es Freistoß. Schnatterer steht im Weg. Das ist aber auch nicht schlecht. So, jetzt wechseln wir nochmal. Hoffentlich hört ihr das nicht, dieses Mädchengelache. Das ist mein Bruder. So, Kalifi und Fittich kommen jetzt. Mal sehen, was wir jetzt machen. Wir lassen es erstmal. Mal sehen, wie es jetzt hier so weitergeht. Ob es noch was wird für unseren Sieg. Wir sind wieder auswärts. Oh, scheiße, ich hab's gerade gesehen. Oh, der kriegt den der Kessel kriegt den Ball noch. Okay, Liefi jetzt auf Nielsen. Der sucht Bakenga. Bakenga sucht den Jan Hochscheid. Und der sagt sich mal wie letztens, einfach mal draufziehen. Und Zimmermann hält den gerade so. Nielsen behält den Ball im Spiel. Kalifi jetzt. Und der wieder auf Nielsen. Harald Nielsen, ach du Scheiße, was macht der Nielsen da? Da probiert er den Efe-Schuss und er geht komplett in Hose. In Hose geht der. Komplett in der Hose, ne? Aber in Hose. Hört sich cool an. So, oh, Hochscheid, der setzt da mal wieder nach. Ey, ist doch kein Freistoß. Wir haben den Ball gespielt. Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Oh, da spielen sie den Pass kurz. Bakenga geht rauf. Und Schnatterer, der macht das da ganz schön gefährlich. Und jetzt wird der Ball einfach rausgeschlagen. Wir kamen den Ball durch Heenstart. Der spielt den Ball. Dann wollte ich nicht dahin spielen. Das verstehe ich nicht. Warum, wie die manchmal die Pässe spielen. Heenstart. Hochscheid.
Und jetzt Boland. Der sieht Bakenga, der sieht Nielsen. Und Harald Nielsen kommt nicht zum Schuss. Mann! Mann, das hätte es doch sein können. So, jetzt spielen wir den Ball auf Correa, der jetzt auch mit nach vorne ist. Weil wir wollen den Sieg. Oh, da wird da hier eiskalt umgetreten, Boland. Der hätte jetzt gerne einen Freistoß. Jetzt der Heenstart. Am ersten. Jo, das war ein Foul. Jetzt aber nochmal. Bakenga. Ey, Schiri! Was ist ein Elfer? Der gibt keinen Elfmeter. Für so eine Aktion gibt er keinen Elfmeter. Das gibt's ja nicht. Da wird der Bakenga eiskalt umgedreht und es wird nicht gepfiffen. Wir haben aber nochmal die Chance. Kessel jetzt. Benjamin Kessel mit der Flanke. Bakenga kommt. Aber Schnatterer ist im Weg. Das kann doch nicht sein. Die nächste Möglichkeit. So, jetzt der Bakenga mit dem Eckball jetzt. Sehen, was er draußen machen kann. Hen, der macht den Ball super durch. Hinster, der wird abgefälscht. Warum fällt der nicht irgendwie ins linke Eck? Ach Mann, ey. Und Jan Hochscheid spielt den jetzt hier rechts raus. Und Benjamin Kessel, der probiert den Ball noch irgendwie zu erobern. Riese jetzt. Bakenga hat den Ball. Sieht da draußen. Nielsen. Was macht der denn? Den wollte ich da niemals hinspielen. Was macht denn der Affe da? Jetzt sage ich schon Affe. Och, das kann doch nicht sein. Da wollte ich nicht hinspielen. Och, das ist, gibt's doch nicht. Der wird da umgetreten. Der blöde Schiri. Das ist ein klarer Elfer. Ich verstehe es nicht. Warum er das nicht pfeifen kann. Unverständlich. Diese Schiris sind so blöde. Ey, KI von 1999 hat die KI vom Schiri. Ey, Blödheit. Daniel Gödler. Ja, natürlich, der beste Mann, ne? Zimmermann, eine 7,4. Ey, wirklich, kann doch nicht sein. Ja, bei Kenga eine 5,7, ist klar. Jetzt eine 6,6. Henrik Zuck, eine 7,2, schön. Heenstadt, eine 7,7. Nee, aber klar, die die Heinheim haben ja super in der Verteidigung gespielt. Ach, lassen wir es. Wir gucken uns trotzdem die Spiele. Die haben nicht einmal aufs Tor geschossen. Also, das sagt doch schon alles. Wir haben 8 Schüsse, wir haben 3 aufs Tor. Passt genau, schon wieder mal besser. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein. 84%. Und St. Pauli gewinnt und damit kommen sie uns näher. Wir haben es verkackt, am zweiten Platz zu kommen. Das kann doch nicht sein, ey. Verstauchter Knöchel jetzt auch. Der Jan Hochscheid. Ich würde mal sagen, jetzt gerade im richtigen Moment. Weil jetzt fehlt er uns nicht zurzeit. Weil der Henrik Zuck macht es ja zurzeit extrem stark. Spielt das gut. Ne, jetzt bin ich so Liebling vom Zuck. Oh, wartet. So, dann würde ich mal sagen, schreibt mal was in die Kommentare, ob ihr ein Wunschspieler. Das wäre schon interessant. Wir haben ja auch gleich Vertragsverlängerung. Alle haben verlängert. Wie es mir scheint, ja. Hochscheid, 3 Wochen verletzt. Ist aber okay. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, welchen Spieler ich mir angucken soll oder kaufen soll. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns zum nächsten Spieltag. Zum nächsten Transfer vielleicht. Bis dann, haut rein, euer Berlin LP.